Es ist Samstagmittag. Es ist 12 Uhr. Zeit für High Noon. Von und mit den hildesheimlichen Autoren. Mein Name ist Jens Volling. Ich bin redaktionell verantwortlich für den Inhalt der folgenden Sendung. Ich wünsche viel Vergnügen. Heute wieder dabei Petra Hartmann. Hallo Petra. Hallo Jens, schön, dass ich wieder mal dabei sein darf. Ja, immer gerne. Was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Ja, ich habe noch einmal eine kleine Auskopplung aus dem Nestes-Kosmos mitgebracht. Diesmal eine Geschichte von Nestes besten Freund Tom, einem jungen Menschen. Sie hat ihn damals kennengelernt. Damals stand er kurz vor seiner Segelprüfung für den jüngsten Segelschein. Und jetzt ist er noch ganz nah dran an seiner. Jetzt ist er noch ein wenig weiter an seinem Segelschein. Er ist kurz vor der Prüfung und muss dringend nochmal seine Knoten üben. Ja, und ob er das nun kann oder nicht und wozu man Knoten brauchen kann, zum Beispiel wenn man mehr Ungeheuern begegnet, davon handelt dann die Geschichte. Jawohl, dann würde ich sagen, ohne Umschweife, rein ins kühle Nass. Tom und der teuflische Seemannsknoten. Die schwankende Jenny tat das, was sie am liebsten tat. Sie schwankte. Das kleine Kajütboot tanzte fröhlich auf den Wellen auf und ab und von Zeit zu Zeit winkte es den Möwen mit dem kleinen roten Windfähnchen an der Mastspitze übermütig zu. Der alte Mann, der am Steuer stand, hatte Verständnis für die gute Laune seines Bootes. Sollte sie doch hüpfen und nicken, die alte Jenny. Das Wetter war gut, die Sonne lachte, die Wellen sprangen lustig hin und her und da sollte auch die Jenny ihren Spaß haben. Er griff zur Großschot und gab der Leine, an der das Hauptsegel befestigt war, ein wenig mehr Spiel. Sofort blähte sich das Tuch im Wind. »Viermal die Vorschot auch etwas auf, Tom«, meinte der Alte. »Ei, ei, Captain«, sagte Tom. Der Junge löste die Leine ein wenig, bis auch das kleinere Vorsegel perfekt zum Wind stand. Tom hatte in den Sommerferien fast jeden Tag mit seinem Großvater hier draußen verbracht. Sein braungebranntes Gesicht und die Sicherheit, mit der er die Leinen handhabte, zeigten es deutlich. Wache, blaue Augen blickten unter dem Rand seiner Schirmmütze aufs Meer hinaus. Und trotzdem war Tom heute nicht ganz bei der Sache. Zu viel ging ihm im Kopf herum. War das wirklich wahr gewesen, dass er gestern ein Meermädchen getroffen hatte? So ein altes Meermädchen mit Fischschwanz und Muschelklappmesser? Oder hatte er die Begegnung mit Nestes und ihren sonderbaren Freunden etwa nur geträumt? Das wäre einfach dumm, wie ein Eimer Hafenschlick, wenn er sich die ganze Geschichte nur eingebildet hätte. »Ey, was los, Tom? Träumst du?« Der Großvater riss ihn aus seinen Gedanken. Er war inzwischen wieder härter an den Wind gegangen. Das Vorsegel schlug. »Entschuldigung«, sagte Tom. Sorgfältig holte er die Vorschot wieder dicht, sodass das Segel nun flach wie ein Brett im Wind stand. »Du bist wohl nervös wegen morgen«, meinte der alte Mann. »Morgen?« Tom blickte überrascht auf. »Jo, und du hast ja auch allen Grund, nervös zu sein. Wer durch die Prüfung zum Segelschein fällt, der wird erst Kiel geholt und anschließend den Haien zum Fraß vorgeworfen, das weiß man ja.« Er sagte das in sehr ernstem Ton, aber tausend kleine Lachfältchen um seine Augen herum verrieten, dass er sich über Toms Abschneiden bei der Segelprüfung überhaupt keine Sorgen machte. »Die Prüfung? Alle Wetter, die hatte ich total vergessen.« Der Großvater lachte leise. »Na, da bist du ja ein richtiger Seeheld, dass du gar keine Angst davor hast. Aber lass mal sehen, ob du auch für die Knotenprüfung geübt hast. Da, zeig mir mal einen Achtknoten.« Damit warf er ihm eine kurze Leine zu. Tom grinste. »Das ist doch leicht.« Er bildete eine Schlaufe, drehte sie einmal um und zog dann das Ende hindurch, sodass ein Knoten entstand, der ein wenig wie eine Acht aussah. »Zu leicht? Nun, dann zeig mir doch mal deinen Palsteg.« Tom zögerte. Der Palsteg war etwas komplizierter als der Achtknoten. Aber Tom hatte gut aufgepasst und er erinnerte sich an die kleine Geschichte, die der Lehrer ihnen als Eselsbrücke erzählt hatte. Er formte mit dem Seil ein Auge. Dann murmelte er leise, »Also das ist der Brunnen. Da kam eines Tages ein Frosch herausgehüpft
Er schob das andere Ende des Seils von unten hindurch, sodass es wie ein Frosch aus dem Brunnen auftauchte. Dann hüpfte der Frosch um einen Baum. Damit führte er die Leine um das untere Ende herum und dann sprang der Frosch wieder in den Brunnen zurück. Er steckte das Seil wieder in das Auge und zog dann alles fest. Fertig. Gut gemacht, lobte der Großvater. Und du hast sogar dran gedacht, dass das kurze Ende außen und nicht innen liegt. Wenn du nämlich dein Schiff damit an einen Pfahl festmachst und die Leine sich hin und her bewegt, kann es dir sonst passieren, dass sich der Knoten aufschiebt. Tom grinste. Ich habe ja auch geübt. Na, dann machen wir doch jetzt mal was richtig Schweres. Zeig mir doch mal einen Stoppersteg. Tom stutzte. Er erinnerte sich vage, dass der Lehrer den Knoten erwähnt hatte. Ja, richtig, sie hatten ihn noch einmal ausprobiert. Da hatten sie ihre kurzen Übungsleinen an ein langes Tau anknüpfen müssen, das quer durch den Unterrichtsraum gespannt war. Na, hast wohl nicht aufgepasst, wie? Neckte ihn der Großvater. Tom schüttelte den Kopf, nickte dann. Ah, den braucht doch kein Mensch. Doch brauchst du den. Zum Beispiel, wenn du dein kleines Boot an einer Schleppleine festmachen willst. Könnte ja durchaus mal vorkommen, dass euer Segellehrer euch mit euren 10 Optis in den Hafen zurückschleppen muss. Tom dachte nach und versuchte krampfhaft sich zu erinnern. Der Stoppersteg sah so ähnlich aus wie der Webleinsteg, das wusste er noch. Es ging dreimal rum um die Leine und zwischendurch irgendwie verdreht. Dann war da noch eine Besonderheit. Das war dieser Schiebeknoten, richtig? Richtig, den Stoppersteg kannst du verschieben. Aber nur in eine Richtung. So, und nun mach mir doch mal hierher einen Stoppersteg, den man nach rechts schieben kann. Der Großvater deutete auf die Reling, die aus einem dicken Tau bestand. Tom legte die Leine über die Reling. Nach 3 oder 4 Versuchen hatte er etwas zustande gebracht, das ganz akzeptabel aussah. Fertig, sagte er. Der Großvater sagte nichts. Er fasste den Knoten an und drückte ihn nach rechts. Nichts passierte. Dann schob er nach links und der Knoten setzte sich gehorsam in Bewegung. Mist, entfuhr es Tom. Der Großvater lächelte. Mein Großvater hat mir gesagt, ich soll zum Üben einfach mal meine Hängematte mit einem Stoppersteg festmachen. Dann lernt man ganz schnell, wie herum das alles gehört. Er schmunzelte. Übrigens ein Knoten, den man nicht unterschätzen sollte. Ohne diesen Stoppersteg wäre mein guter alter Großvater, oder zumindest sein Kapitän, des Teufels gewesen. Das hat er mir selbst so erzählt. Und mein Großvater war damals genauso alt wie du jetzt. Vielleicht ein bisschen magerer als du, aber dafür ein Ass in Knotentechnik. Und überhaupt ein mit allen Wassern gewaschener Seemann. Jawohl, so einer war der. Tom spitzte die Ohren. Er liebte es, wenn sein Großvater alte Geschichten erzählte. Seine Mutter schimpfte ja manchmal und sagte, Großvater solle doch dem Jungen mit seinen Flunkereien keine Flausen in den Kopf setzen. Flunkereien. Kein schönes Wort. Das hieß so viel wie Lügen. Aber Großvater log nie. Er spann bloß Seemannsgarn und das war etwas völlig anderes. Geschichten von See zu erzählen, das ist doch keine Lüge. Tja, das ist so eine Geschichte, begann der Großvater. Er hieß übrigens auch Tom, genau wie du. Und er wollte unbedingt zur See fahren. Tom hatte, solange er sich überhaupt zurückerinnern konnte, von der See geträumt. Sein Vater und sein Großvater und überhaupt alle Onkel und sonstigen Verwandten hatten etwas mit dem Meer zu tun. Sie waren Matrosen und Fischer und Schiffsbauer und einer hatte es sogar zum Schiffskoch auf einem der großen Weltumsegler gebracht. Und so machte sich nun auch Tom auf, um auf irgendeinem Schiff eine gute Heuer zu finden und das Seemannshandwerk zu erlernen. Tom war ein kluger und flinker Junge. Er lernte schnell und war nicht faul. Darum war er guter Dinge, als er zum Hafen spazierte und auf den großen Segelschiffen vorsprach. Händler, Fischer, Kriegsschiffe, was für eine ungeheure Menge an Möglichkeiten lag da vor ihm ausgebreitet. Da konnte doch eigentlich gar nichts mehr schiefgehen, meinte er, als er auf einen dicken, bauchigen Kahn zumarschierte und die Besatzung ansprach, ob man an Bord nicht einen tüchtigen Schiffsjungen brauchen könnte. Ach du liebe Güte, spottete der Bootsmann. Was sollen wir denn mit so einem halben Hering anfangen, lachte der Steuermann.
Nee, du komm mal wieder, wenn du etwas größer geworden bist, Kind, sagte der Kapitän. Und dann lachten sie laut über ihn. Tom ging weiter. Nebenan lag ein Kriegsschiff am Kai. Die Soldaten und Matrosen trugen schneidige Uniformen und sprangen und liefen zackig hin und her, als ein Mann mit vielen Orden und großen Schulterklappen Befehle erteilte. Das sah aus wie eine großartige Zirkusnummer, und Tom klatschte Beifall. »Was gibt's denn da zu klatschen?« schnauzte ihn der ordensgeschmückte Mann an. Er winkte zwei seiner Soldaten zu sich und befahl, »Schaff mir diesen lächerlichen Zivilisten aus den Augen!« Sofort kamen die beiden Soldaten schnurstracks auf Tom zumarschiert. Sie pflanzten sich stocksteif wie zwei Nussknacker vor ihm auf und einer von ihnen schnarrte, »Hey, er da! Hebe sich hinfort! Befehl vom Major!« »Aber ich will doch bei euch mitmachen«, sagte Tom. »Ich will auch so bunte Sachen anziehen und zack, zack rumspringen und mit lustigen Fahnen in den Krieg segeln.« Da lachten die Soldaten. Aber dann sagte der eine von ihnen ernst, »Hör zu, Junge, so ein Kriegsschiff ist nichts für dich. Und der Krieg ist auch nicht lustig. Besser, du gehst weiter zu einem Fischer. Das wird dir auch besser gefallen.« Tom bedankte sich artig und zog seine Mütze. Und die beiden Soldaten knallten ihre Haken zusammen und marschierten zurück an Bord. Er versuchte es noch bei einem Heringsfänger und bei einem Krabbenfischer. Er sprach bei einem Walfänger vor. Ja, er wagte sich sogar an Bord eines ziemlich heruntergekommenen Schiffes, von dem man sagt, es habe mit Seeraub zu tun. Aber keiner wollte ihn einstellen. Dem einen war er zu jung, dem nächsten zu klein, dem dritten zu dünn, dem vierten zu leicht, dem fünften zu unerfahren und der sechste wollte sowieso überhaupt keine Seeleute ausbilden. Es war schon Abend, als Tom alle Schiffe abgeklappert hatte. Die Füße taten ihm weh und er hatte Hunger. Außerdem fühlte er sich hundeelend. Den ganzen Tag über gesagt zu bekommen, dass man unerwünscht ist, das ist nichts, was sich so leicht wegstecken lässt. Da stand er nun mit hängendem Kopf am Kai und blickte traurig ins Wasser. Und es hätte wahrhaftig nicht viel gefehlt, dass er sich ins Wasser gestürzt hätte. So übel war ihm zumute. »Hey, du, Junge«, hörte er da plötzlich eine Stimme. »Suchst du noch Heuer?« Ein dunkler Schatten fiel auf ihn. Tom erschrak. Dann fasste er sich ein Herz und krächzte. »Ja!« »Dann komm mit«, sagte der dunkle Mann. Und Tom stapfte hinterher. Kapitän Gorch, so hieß der dunkle Mann, führte Tom zu einem kleinen Zweimastschoner, der etwas abseits lag. Ein Schiff, das nach Fisch stank und nach verrottenem Holz. Aber Tom ging doch das Herz auf, als er seinen Fuß auf die modernden Planken setzte. Denn diese Seekönigin war seine Fahrkarte in die Freiheit, seine neue Heimat und seine große Chance, ein tüchtiger Matrose zu werden. Und er nahm sich vor, alles richtig zu machen an Bord und viel zu lernen. »Hurra, ein junger Schiffsjunge«, begrüßte ihn der Koch freundlich und blinzelte ihm zu. »Na, dann komm mal an Bord, mein Junge.« Ein paar Matrosen lachten fröhlich. Das gefiel Tom und er freute sich auf die Fahrt mit ihnen. Aber die Mannschaft machte auch raue Scherze mit ihm. Und sie erzählten ihm alle möglichen Gespenstergeschichten und Sagen von Seeteufeln, die ihnen auf ihrer Fahrt nach Norwegen begegnen würden. Denn nach Norwegen sollte die Seekönigin bereits am nächsten Morgen auslaufen. Sie war bis ans höchste Bord mit Salz aus Lübeck beladen. Und der Kapitän hoffte, seine Ladung zu einem hohen Preis losschlagen zu können und dafür günstigen Stockfisch einzukaufen. »Ja, weißt du denn nicht, dass kurz vor Norwegen der Seeteufel auf uns wartet und dass wir ihm eine Seele für eine sichere Überfahrt zahlen müssen?« griente der sommersprossige Martin an. »Wir nehmen dann gewöhnlich den Schiffsjungen dazu.« »Ach, hör nicht auf ihn«, brummte der Koch. »Da hast du noch einen steifen Grog und dann sollten wir alle schlafen gehen.« »Nix da«, rief der Mart, der schon ein paar Becher zu viel getrunken hatte. »Erst soll er uns noch zeigen, ob er seine Seemannsknoten auch beherrscht.« »Na, wie sieht's aus, Tom? Hast du das Zeug zum Seemann?« Da lachte Tom, denn in der Knotenkunde konnte ihm keiner etwas vormachen. Und als der Mart von ihm einen Kreuzknoten, einen Webleinsteg und einen Schotsteg verlangte, da tanzten Toms Finger über die Leinen, dass es eine Freude war.
Erst als der Mann einen Stoppersteg von ihm sehen wollte, stutzte Tom. Der Maat grinste hinterhältig. »Wir pflegen hier an Bord alle unsere Hängematten damit festzumachen. Da, das da ist dein Platz für deine Hängematte. Dann zeig mal, was du kannst.« Tom ging gehorsam hinüber und griff nach dem dicken Tauende, das an einem Ring an der Wand befestigt war. Gegenüber war eine ähnliche Vorrichtung angebracht. »Also, wie war das noch? Einmal rum, dann übers Kreuz drüber und dann...« Tom biss die Zähne zusammen. Dann zog er den Knoten fest. Es sah nicht schlecht aus. Der Maat pfiff anerkennend durch die Zähne. »Na, dem Bengel macht hier keiner ein X für ein U vor. Der ist richtig, Jungens. Komm, stoß mit mir an, Tom!« Wie oft er in dieser Nacht noch dieses »Komm, stoß mit mir an, Tom!« hören musste, das wusste der neue Schiffsjunge am Ende gar nicht mehr zu sagen. Es war schon spät in der Nacht, als er zu seiner Hängematte hinüberwankte. Er legte sich hinein, zog die Decke hoch, schloss die Augen und rums! Hart schlug er auf den Boden auf. Sein Schädel dröhnte. Dieser verteufelte Stoppersteg war doch verkehrt herum gewesen. Das war das Letzte, was ihm durch den Kopf ging. Er war zu müde, um noch einmal aufzustehen und die Hängematte richtig zu befestigen. So blieb er auf dem Boden liegen und schlief ein. Am ersten Tag ihrer Reise hing Tom mehr über der Reling, als dass er den Seeleuten wirklich bei der Arbeit helfen konnte. Die Seekrankheit hatte ihn gepackt und ihm war hundeelend zumute. Die meiste Zeit über ließ ihn die Besatzung in Ruhe, obwohl er eigentlich zum Kartoffelschälen eingeteilt war. Aber niemand wollte Kartoffeln essen, die von einem Schiffsjungen geschält waren, der sich alle Nase lang übergeben musste. Und so kämpfte die Seekönigin sich durch die Wellen nordwärts und Tom wurde nicht weiter beachtet. Nur als Abend wurde und Tom seine Hängematte mit einem doppelten Schotsteg befestigen wollte, schüttelte der Maat unbarmherzig den Kopf. »Iss nicht, Junge. Deine Knoten musst du in jeder Lebenslage beherrschen. Notfalls auch mit verbundenen Augen und mit dem Kopf unterm Arm.« Tom nickte gottergeben und legte sein kreidebleiches Gesicht in nachdenkliche Falten. Aber noch einmal dieser Stoppersteg. Rum, rum, rüber und unten durch. Fertig. Erleichtert atmete er auf, kletterte in die Hängematte und rums, saß auf dem Boden. »Andersrum«, sagte der Maat ungerührt. Und Tom knotete, bis seine Hängematte hielt. Er schlief etwas besser als in der Nacht zuvor, aber er träumte von Knoten, die ihn verfolgten, die ganze Nacht hindurch. In den Tagen darauf wuchsen Tom seine Seebeine, wie der Maat sich ausdrückte. Er meinte damit, dass Tom es bald heraus hatte, wie man sich auf dem schwankenden Schiff bewegte, ohne das Gleichgewicht zu verlieren oder über Bord zu gehen. Bald lief er an Deck so sicher wie die anderen Mitglieder der Besatzung hin und her und er flitzte vom Bug bis zum Heck und von der Kapitänskajüte zum Steuer, als ob er sich auf dem festen Land befände. Ja, das Springen und Stoßen der Seekönigin machte ihm dann auch nichts mehr aus, wenn er zusammen mit den anderen Matrosen hoch oben in der Takelage herumkletterte, um die Segel zu reffen oder zu bergen. Dort oben, zwischen den Wanden und Stagen, bewegte er sich geschickt wie ein Affe. Und wenn er einen Fall belegte oder eine Reffleine sicherte, dann saßen seine Knoten bombenfest und hielten zuverlässig. Ganz so, wie es Seemannsknoten tun müssen. Schnell zu knüpfen, schnell zu lösen und in der Zeit dazwischen absolut sicher und bombenfest haltend. So müssen Seemannsknoten sein. Und so waren Toms Knoten. Manchmal zog er sich auch nach oben ins höchste Rigg zurück und übte heimlich den vertrackten Stoppersteg. Jedenfalls sollte es ihm nie wieder passieren, dass er sich in die Hängematte legte und danach auf dem Hosenboden landete. Das hatte er sich geschworen. Die Tage gingen dahin. Der Wind blies freundlich und stetig aus südwestlicher Richtung. Das Meer war friedlich und schlug nur kleine verspielte Wellen. Und einmal begleitete sogar eine Gruppe kleiner fröhlicher Tümmler das Schiff. »Wenn das Wetter so bleibt«, versprach Captain Gorch eines Morgens, »dann sind wir morgen früh in Norwegen.« Die Mannschaft jubelte und schrie, »Hip, hip, hurra, unser Captain ist eine Wucht! Der nimmt es sogar mit dem Seeteufel auf!« Aber
Es ist ja immer ein Aber bei solchen Dingen. Und man soll bekanntlich nicht den Tag vor dem Abend loben. Und so hatten die Seeleute sich dann auch zu früh gefreut. Ja, es mag sogar sein, dass gerade die lauten Jubelschreie das Unglück geradewegs herbeiriefen. Denn während sie oben an Deck noch lauthals jubelten und Hochrufe ausstießen, erwachte etwas oder vielmehr jemand in der Tiefe, der besser im tiefen Schlaf geblieben wäre. Langsam schlug der furchtbare Seeteufel die Augen auf. Er gähnte ausgiebig und reckte sich. Er streckte die Arme und Beine aus, riss das Maul weit zu einem letzten Gähnen auf, ringelte dann den langen teuflischen Schwanz auseinander und wieder zusammen, schob die Tangendecke zur Seite und schnitt seinem Spiegelbild eine grausliche Grimasse, dass der Spiegel zersprang. Dann blickte der Unhold nach oben, wo gerade der dunkle Kiel der Seekönigin durch die Wellen schnitt. Laut dröhnte das Gelächter der Seeleute zu ihm herab. Da verzerrte grimmiger Hass das Gesicht des Seeteufels und seine Hörner blinkten vor Wut. Rasch griff er nach seinem goldenen Dreizack. Er packte ihn fest am Stiel und begann damit im Wasser herumzurühren. Wild und immer wilder fuhrwerkte er mit dem Dreizack herum. Die Teufelsgabel schwang im Kreis, sie drehte sich schneller und immer schneller und je wilder sie sich drehte, desto wilder begann auch das aufgewühlte Wasser zu kreisen und zu brodeln. Und noch wütender drehte die Bestie ihren Dreizack und sie lachte dabei laut und höhnisch auf. Oben auf dem Meer begann ein riesiger Mahlstrom zu kreisen. Ein Strudel von gewaltigen Ausmaßen hatte sich gebildet und er wuchs und wuchs noch und wurde mit jeder Sekunde größer. Die See kochte, Gischt spritzte auf, meterhohe Wellen jagten heran. Da, die ersten Ausläufer des Wirbels griffen nach der Seekönigin. »Alarm!« schrie Captain Gorch in höchster Not. »Wendet das Schiff!« Der Steuermann riss das Ruder herum. Die Segel fielen ein. Dann witschte der große Segelbaum wie eine tödliche Sense über das Deck und hätte beinahe dem Mart den Kopf abgeschlagen. »Duckt euch!« brüllte der Kapitän. Da nahm das Schiff erneut Fahrt auf. Der Wind griff in die Segel und der Kahn legte sich schief. Sofort sprangen die Matrosen an die Schoten und holten das Segel dicht. Der Steuermann versuchte, durch einen harten Armwindkurs der Macht des Strudels zu entgehen. Für einige Augenblicke sah es beinahe so aus, als könnte er Erfolg damit haben. Flink kreuzte er auf den Südwestwind zu, das warf das Schiff erneut herum, nahm Fahrt auf und die Matrosen wollten schon ein neues Jubelgeschrei anstimmen, als der Kapitän aschfahl wurde und mit ausgestrecktem Arm nach vorn deutete. Dort hatte sich der Himmel inzwischen schwarz verfärbt. Der Seeteufel hatte ein gewaltiges Unwetter heraufbeschworen. Donner und Blitz fauchten in den schwarzen, hoch aufgetürmten Gewitterwolken aufeinander los und zischend entluden sich die ersten Donnerkeile in die kochende See. »Seht!« schrie der Mart in Todesangst. Eine gewaltige Wasserhose erhob sich vor ihnen aus der See. Ein kreisender Trichter aus Sturm und Wasserfluten kam aus der Unwetterfront auf sie zugerast. Das Wasser wurde von dem riesigen tanzenden Rüssel hoch empor in die Luft gerissen und schoss kilometerweit ins Nichts hinein. Wie eine rasende Furie jagte der Wirbelsturm über das Meer heran und zwischen Wasserhose und Mahlstrom taumelte ein kleines zerbrechliches Kinderspielzeug, die Seekönigin, rettungslos verloren in der Urgewalt der Elemente. »Es ist aus mit uns«, jammerte der Mart. »Keiner kann uns mehr retten, nur noch der Seeteufel.« Die Wasserhose brauste heran. Schon griff der Strudel erneut nach dem Schiff. Die Seekönigin trudelte, dann begann sie sich zu drehen. Wellen stürzten von allen Seiten auf das Schiff ein. Krachend brach der Hauptmast. »Seeteufel!« brüllte der Kapitän in höchster Not gegen den Sturm an. »Hörst du mich, Seeteufel? Hier spricht Captain Gorch. Wenn du mein Schiff und die Mannschaft rettest, dann bin ich dein. Komm her und hol mich, Seeteufel!« Erstaunt blickten sich die Seeleute um. Wo war der Sturm? Wo die Gewitterwolken? Die furchtbare Wasserhose war verschwunden. Der Strudel war fort. Das Meer lag glatt wie ein frisch gebohnerter Estrichboden da und spiegelte den wolkenlosen blauen Himmel wider,
von dem die helle, warme Sonne freundlich auf sie niederschien. Ungläubig schauten sie auf das Wunder und sie konnten es gar nicht fassen, dass sie noch lebten. Dann aber sahen sie das furchtbare Meerungeheuer, das breitbeinig und mit peitschendem Schwanz am Bug stand. Der Seeteufel grinste den Kapitän an und ließ ein höhnisches Gelächter ertönen, so laut, dass der übrig gebliebene Mast zitterte und die Leinen am Holz knirschten. »Nun denn, Kapitän Gorch«, lachte der Böse, und seine Hörner blitzten in der Sonne. »Du hast mich gerufen, und da bin ich. Komm her, damit ich dich gleich mitnehmen kann.« Der Kapitän nickte. Er war bleich, aber gefasst. »Tja, so sieht es wohl aus, Böser«, sagte er. »Sei doch noch so gut und wirf für uns den Anker über Bord, dann kann meine Mannschaft in Ruhe beraten, wie es nun ohne Kapitän weitergehen soll. Das kannst du doch gut noch tun, so stark wie du bist.« Der Seeteufel lachte. »Hahaha, den Anker, den hebe ich doch mit links.« Er packte den großen, schweren Anker der Seekönigin, spannte alle Muskeln an, die Stirnader schwoll ihm, er schnaufte kräftig, doch dann hatte er ihn in die Luft gestemmt. Er hob ihn hoch über den Kopf und schleuderte ihn mit aller Kraft über Bord. Das Ankertau rauschte über Bord, hinab in die Tiefe. »So, das wär's«, sagte der Teufel. »Jetzt können wir...« »Ah!« Plötzlich wurde der Teufel davongerissen. Er schoss über die Planken, schlug hart gegen die Reling und stürzte ins Meer, dass das Wasser hoch bis zur Mastspitze der Seekönigin spritzte. Tom blickte ihm nach, wie er tiefer und tiefer hinabgerissen wurde, hinab zum Meeresgrund und dem Anker hinterher. Dann rieb er sich zufrieden die Hände. Sein Stoppersteg hatte gehalten und die Ankerleine saß fest und sicher am Schwanz des Bösen. Noch am selben Tag erreichte die Meerkönigin die norwegische Küste. Der Kapitän konnte die Ladung Salz ausgesprochen vorteilhaft gegen Stockfische eintauschen und auch der umgestürzte Hauptmast ließ sich wieder reparieren. Tom ist danach noch viele Jahre zur See gefahren und hat es schließlich selbst bis zum Kapitän eines Handelsschiffs gebracht. Er ist niemals wieder nachts mit seiner Hängematte abgestürzt. Aber wann immer ein neuer Schiffsjunge an Bord kam, achtete er darauf, ihm als erstes den Stoppersteg beizubringen. Den Seeteufel hat er nie wieder gesehen. Und auch die anderen Ungeheuer der sieben Weltmeere mieden seine Schiffe. Denn welches Ungeheuer würde schon einen Seemann angreifen, der seine Knoten so gut beherrschte wie dein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater Tom? Jawohl, so war das damals mit dem Stoppersteg. »So, Junge, und nun zeig mir mal, ob du ihn jetzt richtig rum hinbekommst.« Der Großvater hatte seine Geschichte beendet. Noch immer pflügte die schwankende Jenny gelassen durch die Wellen und der Enkel saß mit der Leine in der Hand da und übte seine Knoten. »Also noch einmal, zack, zack, zack und durchziehen, das war's.« Zögernd probierte er, den Knoten zu verschieben. »Perfekt«, lobte der Großvater. Tom freute sich. »Meinst du, der Seeteufel hängt noch immer da unten fest?«, fragte er. Der Großvater hob die Schultern. »Kann schon sein. Weißt du, dort, wo sie den Anker gelassen haben, da verläuft die norwegische Rinne, ein ziemlich tiefer Graben. Da geht es über 700 Meter tief runter. Was da unten ankommt, das kommt nicht wieder hoch. Es gibt dort heute noch regelmäßig Erdbeben. Das wird wohl der Seeteufel sein, der da an der Ankerleine ruckt und versucht loszukommen.« »Du, Großvater, das war doch jetzt geflunkert, oder?« Der Großvater blickte ihn überrascht an. »Dass die norwegische Rinne 700 Meter tief ist, an der tiefsten Stelle sogar 725 Meter, das kannst du überall nachlesen, Junge. Und dass es dort Erdbeben gibt auch.« Tom seufzte leise. Das war nicht ganz genau das, was er gemeint hatte. »So, aber nun wollen wir langsam zurück in den Hafen, Junge. Sonst bist du morgen bei der Prüfung nicht ausgeschlafen und vergurkst alle Knoten. Und nur ein professioneller Stoppersteg kann einen Schiffsjungen retten vor Seeteufeln und schlecht gelaunten Segelprüfern.« Langsam schwang die schwankende Jenny herum,
und ging auf neuen Kurs. Es ging heimwärts nach Achterndiek. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, lese ich jetzt noch eine andere Geschichte vor. Und zwar handelt es sich ebenfalls um einen jungen Mann, der gern zur See fahren würde und gern auf einem Schiff anheuern würde, aber der auch sehr, sehr stark mit der Seekrankheit kämpfen muss und deshalb vermutlich dann doch kein Seemann werden wird. Die Geschichte ist damals erschienen in dem Buch Immer diese Kobolde und sie heißt Ein Schiff für Hinnerk Himmelblau. Hinnerk Himmelblau hatte den Seesack geschultert und die Matrosenmütze verwegen in die Stirn geschoben. Als er zum Liegeplatz der Sturmmöwe kam, richtete er sich zu seiner vollen Höhe auf. Fast 7 Zentimeter, was für einen jungen Klabautermann eine stattliche Größe war. Hinnerk stammte aus einem uralten Klabautergeschlecht. Schon seine Urgroßeltern waren über die Weltmeere gefahren und noch nie war ein Schiff gesunken, das einen Schutzkobold aus der Familie Himmelblau an Bord hatte. Hinnerk klopfte an die Tür zur Kapitänskajüte und konnte sofort anheuern, als er sein frisch erworbenes Abschlusszeugnis der Klabauterschule zeigte. Er hängte seine Hängematte im Kielraum auf und steckte Hammer und Alarmpfeife in die Hosentasche. Dann erkundete er das Schiff. Er hatte eben eine undichte Stelle im Rumpf geflickt, als ein Ruck durch die Sturmmöwe ging. Der Kobold plumpste auf den Hintern. Das Schiff schaukelte wie ein Betrunkener. Hinnerk stürzte zum Kapitän. »Wir sinken!« Der Kapitän runzelte die Stirn. Dann lachte er. »Ja, hat dir denn keiner gesagt, dass Schiffe schwanken?« »Warte mal, bis wir aus dem Hafen raus sind. Da wirst du richtiges Geschaukel erleben.« Hinnerk wurde blass. »Noch mehr?« Sein Magen rebellierte. Das Frühstück wollte nach draußen. Hinnerk konnte gerade noch an Deck springen und den Kopf über die Reling strecken. Dann krampfte sich sein Magen zusammen. Der Kleine erbrach sich. »Schaut euch den Klabautermann an«, lachte ein Matrose. »Seekrank ist er.« »Der hat wohl sein Klabauterdiplom in der Badewanne gemacht«, stichelte der Schiffsjunge. Und ein Passagier, der von Beruf Museumsdirektor war, meinte, »Ein seekranker Klabautermann? Ha, den kann man glatt im Museum zeigen.« Hinnerk wurde knallrot. Aber nur kurz, dann nahm sein Gesicht eine flaschengrüne Farbe an. Er spuckte, was das Zeug hielt. Und wenn ihn der Bootsmann nicht festgebunden hätte, er hätte sich über Bord fallen lassen. So todesübel war ihm. 3 Tage hing er über der Reling. Nicht einmal die Kraftbrühe, die ihm der Schiffskoch einflößte, konnte er im Magen behalten. »Morgen erreichen wir unser Ziel«, sagte der Kapitän am 3. Abend tröstend. »Da kannst du von Bord gehen. Vielleicht wirst du ja Zimmermann oder Tischler.« Hinnerk weinte. »Ein Klabautermann ohne Schiff hatte es noch nie gegeben. Was würden die Eltern sagen?« Wieder würgte es ihn im Hals. Plötzlich hörte er ein Geräusch. Ein Kind kletterte auf die Reling. »Bist du verrückt?« rief er. »Guck mal, ich kann balancieren«, strahlte der Junge. Da fegte eine Riesenwelle heran und schwupps, war er verschwunden. Hinnerk reagierte sofort. Er schlug mit dem Hammer auf den Alarmknopf, riss den Rettungsring von der Wand und sprang hinterher. Zum Glück war er im Schwimmen Klassenbester gewesen. Er schaffte es, den Ring hinter sich herzuziehen und das Kind hineinzuquetschen. Schnell blies er seine Alarmpfeife. Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz. Ein Signal, das jeder Seemann kennt. SOS, Lebensgefahr. Dass die Sturmmöwe wendete, nahm er kaum noch wahr. Als sie ihn an Bord hieften, wurde er ohnmächtig und schlief, bis sie den Hafen erreichten. Es war heller Tag, als er erwachte. Nichts schaukelte. Neben ihm dampfte eine Kanne Kakao. Daneben lag ein Marmeladenbrötchen. Er hatte das Brötchen fast verputzt, da klopfte es an der Tür. Es war der Museumsdirektor.
Du hast meinen Sohn gerettet, sagte er. Ich will dir ein Angebot machen. Möchtest du auf meinem Schiff anheuern? Als Hinak Schiff hörte, da wurde ihm schon wieder übel. Der Direktor lächelte. Schau's dir einfach mal an. Seither arbeitet Hinak Himmelblau auf der alten Hansekogge im Museum. Noch nie ist ein Schiff so gepflegt worden wie der restaurierte Handelsfahrer aus konservierten Eichenbalken. Und noch jahrhundertelang werden Mitglieder der Familie Himmelblau von ihrem mutigsten Klabauter Hinak erzählen, der auf einem der kostbarsten Schiffe der Welt arbeitete. Ja, Petra, dann vielen Dank für die beiden Geschichten. Schön, danke, dass du mir wieder da sein warst. Und wie sieht die Zukunft aus? Gibt es mal wieder was Neues von Nestis? Oder? Mal sehen. Ab und zu kommen mir auf jeden Fall immer kleinere Sachen in den Kopf, die ich schreiben würde. Ich habe auch noch zwei Sachen, die vielleicht größere Romane ergeben können. Hängt davon ab, wann ich das nächste Mal wieder nach Helgoland komme. Wobei im April bin ich beim nächsten Helgoländer Lesefestival mit dabei. Da gibt es dann ein Wiedersehen mit Nestis und den Hafenpiraten, wo ich dann über einen Kriminalfall erzählen werde, der sich vor Helgolands Küsten abgespielt haben soll. Und mal sehen, ob ich dann auch wieder zum Schreiben komme. Sonst im November mal wieder. Okay. Und falls Sie bis dahin, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Nestis lesen möchten, dann können Sie das mit den drei Meermädchen-Romanen von Petra Hartmann. Als da wären Nestis und die verschwundene Seepocke, Nestis und die Hafenpiraten sowie Nestis und die verbotene Welle. Die Bücher kosten jeweils 12,90 Euro in der gebundenen Ausgabe, als E-Book 4,99 €. Die verbotene Welle ist noch nicht als E-Book erschienen, kommt aber auch noch. Und ja, die Bücher haben alle rund 150 Seiten. Also viel Spaß beim Lesen. Das war es für heute mit High Noon von und mit den hildesheimlichen Autoren. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Mein Name ist Jens Volling. Ich war redaktionell verantwortlich für den Inhalt dieser Sendung. Wir hören uns wieder nächsten Monat am dritten Samstag um 12 Uhr mittags. Bis dann.